Neu sind auch die beiden Lampen, die wir für euch ausprobiert haben. Wichtig vor allem jetzt, wenn es immer dunkler wird und die Trainingsrunden in den Nachtstunden nicht mehr so leicht zu absolvieren sind. Lupines neue Lampe Pico ist eine optimale Lampe für die Montage am Helm. Und die Supernova E3 Pro kann man ganz leicht am Lenker montieren. Ob die beiden Lampen die Nacht für uns zum Tag machen, seht ihr jetzt. Mit der Lupine Pico und der Supernova Airstream stellen wir zwei neue Lampen vor, die sich in Ausleuchtung und Leistung ähneln. Während die Supernova für die Montage am Lenker konzipiert ist, ist die Pico als Helmlampe gedacht, wenn es auch zusätzliches Zubehör für die Lenkermontage gibt. Die Pico ist sehr klein, man wundert sich glatt über ihre ergiebige Lichtausbeute. Die Montage kann sich bei manchen Helmen etwas fummelig gestalten. Ganz einfach geht es, wenn man die Pico in der Ausführung wählt, die sich einfach an einen eigens entwickelten Uvex-Helm anklicken lässt. Der Akku kann entweder hinten am Helm montiert oder in der Trikottasche verstaut werden. Zu diesem Zweck liegt ein Verlängerungskabel bei. Zur Trikottasche raten wir, da sich dadurch das Gewicht am Kopf deutlich reduziert. Der Knopf an der Oberseite der Lampe ist sehr gut zu bedienen. Drei Leuchtstufen stehen zur Verfügung. Die Pico leuchtet den Trail breit und stark aus. Sie eignet sich sehr gut für den Einsatz am Mountainbike. Die etwa 2,5 Stunden Leuchtdauer unter Volllast reichen für die meisten Wintertrainingsrunden aus. Supernovas Airstream, die es auch mit STVO-Zulassung gibt, fällt schon beim Auspacken durch ihre sehr gute Verarbeitung auf. Das CNC-gefräste Gehäuse wirkt edel und haltbar. Auch die Halterung ist sehr robust. Sie wird mit einem Gummiband am Lenker oder auf dem Vorbau befestigt. Dank integriertem Akku ist die Montage der Lampe schnell und unkompliziert. Der Einschaltknopf kann auch mit Handschuhen gut bedient werden. Drei Leuchtstufen stehen zur Auswahl. Den Ladestand zeigen LEDs rund um den Schalter an. Die Airstream leuchtet den Trail sehr homogen aus. Sie eignet sich nicht nur für Biker, sondern auch für Rennradfahrer. Auch die Supernova bietet knapp 2,5 Stunden Leuchtdauer unter Volllast. Sie kann auch mittels Nabendynamo mit Strom versorgt werden. Dann sind der Dauer keine Grenzen mehr gesetzt. Beide Modelle können überzeugen. Die Helmleuchte bietet den Vorteil, immer in Blickrichtung zu leuchten. Das ist in engen und verwinkelten Trails sehr angenehm. Allerdings muss man den Kopf ständig in Leuchtrichtung halten und darf nicht zu sehr wackeln. Bei längeren Ausfahrten kann das zu Nackenschmerzen führen. Das passiert bei der Lenkermontage nicht. Ihr größter Nachteil ist, dass der Lenker die Leuchtrichtung vorgibt. Ein verwinkelter Trail wird dadurch in manchen Situationen nicht optimal ausgeleuchtet. Man folgt ihm mit dem Blick bereits um die Kurve und der Lichtkegel zeigt noch geradeaus ins Gelände. Ideal ist die Kombination beider Systeme, eine allerdings kostenintensive Lösung.